So, müssten wir, hat gerade schon mal erwähnt, wir müssten jetzt alle aufeinandertreffen, ne? Connor, Kara und Markus. Alle sind auf dem Weg nach Jericho gerade. Könnte interessant werden. Hier ist der gestohlene Laster oder ist ein anderer? Weiß ich nicht. Da standen zwei. Wir haben eigentlich nur einen gestohlen. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Okay. Noch einen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Wow, den Dritten Weltkrieg verhindert. Easy. Wir können uns doch nicht einfach so abschließen. Okay, können wir irgendwo hin? Lassen. Bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Okay, hier sollte es theoretisch ja warm sein. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Schüttelfrost, wa? Bleib bei ihr. Ich suche diesen Markus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Hält mir gar nicht die Entwicklung. Oh, ich dachte gerade schon wieder abgeschmiert, Alter. Zur selben Zeit hier. Haben wir das alles her? Obwohl, gut, wir sind ja jetzt viele, ne? Also. Stehen so, dass wir nicht zur Kara kommen. Zu Alice, oder? Diese kleindreckigen Entwickler. Die echt die Leute hier genau so hingestellt, dass sie da nicht vorbeikommen.
verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Müsste doch eine Kauer rumlaufen, oder? Ja. Gut, wir haben uns ja die Haare geschnitten. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr werdet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Was? Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Hä? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Was? Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Es ist an der Zeit, unsere Maschine zu zerstören.
bevor sie uns zerstören. Aber wieso hatte sie keinen blauen Ring? Oder hat sie keinen? What the fuck? Kara, stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Was mit Connor? Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Und wir haben einen guten Stand. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Echt jetzt? Bist froh, mich zu kennen? Die anderen das auch gesagt haben, die 30 Dollar bezahlt haben? Oh, warum zeigst du auf immer die Tastatur an, du Kackspiel?
ganze Zeit. Machen wir uns bereit. Die nächsten Stunden sind entscheidend. Ich gehe zu den anderen. Würde ich. Also ja. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ja. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Unsere Sache ist gerecht und wir sind mehr, als sie sagen. Wir wollen nur in Freiheit leben. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ach. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Oh, wieso auf einmal Tastatur? Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Los, 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 los! Der Eltern nähert sich.
Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell! Nein, wenn es uns geht, evakuieren Sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Raum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Oh, hallo. Lasst ihn nicht entkommen. Wenn wir euch irgendwie Ärger machen, erschießen Sie. Bestätige wird gemacht. Das war bestimmt falsch. Schlag auf Schlag hier.
Gamma-Team aus. Kendo! Stopp! Los, 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 los. Achtung! Sie kommen! Nicht bewegen! Wir geben uns! Nicht schießen! Los, 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 los. Okay, das war völlig falsch gewesen. Na los, wir verschwinden von hier. Was denn, was RT ist? Logo. Alter, das ist heftig.
Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Alter. Also war das jetzt safe, Luders tot? Alter, what the fuck? Okay. Das ist jetzt das Diagramm von wem? Von Markus. Mit Markus anfangen. Und so. Ich glaube, noch einen anderen Anfang. Ach Mann! Oh, siehst du hier? Das Eingreifen hätte einen anderen Weg ausgelöst. Genau, das habe ich halt vermutet. Beziehungsweise wahrscheinlich hätten wir einen Kampf verlieren können. Wenn wir gewonnen hätten, wäre es wahrscheinlich oben weitergegangen. Eingreifer. Sergeant kommt. Ach, dann mit Mark. Hätte Sergeant halt auch sterben können. Und dann auslösen. Hätte ich schon was anderes können? Hätte ich bestimmt verlieren können. Echt Leute nicht gemacht. So, fast alle sind an diesem Ende angekommen. Wow. Beide weg vom Corner. Jericho erkunden. Zurück in der Kabine. Warn, Jericho wird angegriffen. Was für üble Handlungsstränge hier. Also hier oben, wenn wir Nee sagen. Aber ich habe keine Ahnung, was alleine hier der Unterschied war. Wie löst man den Strang hier zum Beispiel aus? Okay, dann noch Dauer. Okay, es gibt zwei Wege nach Jericho praktisch. Treffen. Hätte noch was sein können? Vielleicht ein Buch oder so eine Zeitung.
auch mehrere Möglichkeiten und sogar direkte Enden. Dann alles im Korridor. Da fliehen. Wo ist die Legende? Fast alle haben Lucifer verloren und scheint auch ohne seinen Tod zu gehen. Ja, und alles im Scheideweg. Wollt ihr von Lucifer? Soll Lucifer helfen? Lucifer in Sicherheit bringen? Und den haben nicht mehr alle mitgenommen hier. Seht ihr das? Bloß auf 74%. So ein Versteckladen. Daten blockieren den Weg. Android-Suchtschutz beöffnen. Haben 71% gemacht. Hört ein, aber das war Legende X. Das ist eine Auswahl. Hier können wir verlieren und sterben wahrscheinlich. Einfach. Aus der Kabine fliehen. Also wir können die Tür auch zulassen. Das hätte hier keinen Unterschied gemacht. Versucht zu fliehen. Durchgang beinahe erreicht. Daten schießen auf Menge. Durchgang beinahe erreicht. Man kann ihn also auch erreichen, oder was? Okay, dann wird es da unten direkt weitergehen zu diesem Punkt hier. Rotstand. Achso, nee. Ja doch, man kann den Soldaten schießen auf Menge überspringen. Okay, aber 90% den haben nur beinahe erreicht. An welchem Punkt hätte man das erreichen können? Totstellen haben plus 67% haben sich totgestellt. Soldaten kommen näher. Stillhalten haben dann wieder 71 gemacht. So, wenn ich das jetzt sehe. Jericho verlassen, Kerr und alles sind von Jericho entkommen. Obwohl, doch, guck mal, der. Eine der anderen zwei Auswahlmöglichkeiten hätte auch Erfolg gebracht. Die untere. Die hätte Erfolg gebracht. Die hätte den Tod geführt. Gehe ich jetzt stark davon aus, dass das tot ist, ja. Wow. War alles, ne? Ja, Markus haben wir schon angeguckt. Ja, ich hätte das jetzt fürs Finale gehalten vom Spiel, aber es geht noch weiter. Da, bei seinem Besitzer? Ich hab vergessen, wie er hieß. Muss er? Na klar, komm. Ich vermisse sie, Karl. Sie ahnen ja gar nicht, wie sehr. Ich gäbe alles dafür, wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten. Ich hatte ein Zuhause, einen liebenden Vater. Wir waren glücklich. Ich war glücklich. Und wusste es nicht einmal. Ich wollte nur, dass mein Volk frei ist. Aber ich habe es in eine Katastrophe geführt. Ich versuche, Antworten zu finden, aber um mich herum bricht alles auseinander. Ich will nicht, dass Blut fließt, egal welcher Farbe. Aber wir werden abgeschlachtet. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Helfen Sie mir, Karl. Ich bitte Sie. Oh.
dein Sohn. Er kennt uns doch. War safe. Heftig. Redisch bei Kappa. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. Der blöde Heben. Ach ja. Ich hab's halt schon gesucht worden. Die Lehne zu höher machen. Warum müssen wir uns bei aber entschuldigen? Was soll, weil wir gesagt haben, sie sollen bleiben, ne? Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Was kann er? Kollege? Du hast irgendwie keinen Kopf mehr.
Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Da scheint Connor zu sein, aber ich gehe nochmal die Runde zu Ende. Ich sehe, das ist schon echt geil hier. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Vergeben. Wir haben die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Das war also das Jahr. Bestimmt von hier, jawohl. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Der ersten Runde bleiben wir friedlich. Ich weiß, ihr seid. Wenn ich mir echt nicht sicher bin. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ich. Okay. Was? Karl muss nicht sterben? Gibt einen anderen Weg? What? Was ist der andere Weg dahin, Alter?
Hätte also eine Inter. Man hätte hier auch eine Interaktion gehabt, wenn irgendwas anderes passiert wäre. What the fuck? Heike wurde angegriffen, Entscheideweg, ja. Ausreden. Okay, 75% haben verschont. Aber nur noch 60% haben hier den friedlichen Protest gewählt. Das hier sind schon 40 Leute, haben gesagt, nee, geht nicht mehr anders. Erstaunlich. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist also ja. Die Antwort ist bitte. Ja. Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President, eine Ladung medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Bitte! Madam President! Ich bitte da. Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Bitte! 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 Hier drüben, bitte! 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 Öffentliche Meinung müsste ja gut sein. Die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders, da diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Danke. Das wäre alles. Jetzt werden auch schon verloren. Da ist er. Connor Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Hey. Aber warum ist dann der Status bei Amanda gesunken? Wenn sie nicht weiß, dass wir ein Abweicher sind? Und wenn sie es wüsste, hätte sie uns ja den Zugriff überall verwehrt. Ja? Würde ja Sinn machen. Oder so ein kleines Ding.
dir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Okay. Man vertraut uns also doch nie, oder? Man vertraut halt generell nicht. Der Tower ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Also zumindest nicht so breit. Hoch wahrscheinlich schon. Das sieht schon krass aus. So. Da ist ja passiert was. Alle? Was stehen die da bloß zur Tiere? Bin mir noch nicht sicher, ob Amanda und vielleicht auch ihr Mann Ebene 31. Nicht doch auch Androiden sind. Zugang autorisiert. Ach, minus 49. Okay. Das klappt nicht so gut. Ach, Mann. Nein! Okay, da kann man wahrscheinlich alles falsch drücken und es klappt trotzdem. Ich komme mit dem scheiß Controller nicht klar, ey. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene 49. Stimme des RK-800-Modells erkannt. Keine Autorisierung für diesen Aufzug. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Aber was bringt die Stimmerkennung, wenn die wissen, dass ihre Androiden die imitieren können? Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Okay, 20 Minuten. Aber irgendwie klang die Stimme gerade komisch. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Kontrolle landen. Und wenn ich jetzt irgendwas an ihr ausschalte, dass uns das verraten wird. Steck die Pistole. Soll ich die mitnehmen? Ich will die nicht mitnehmen. Keine Wahl, ich warte mal kurz. Ich vertraue dem Braten nicht so richtig.
Es muss scheinbar. Gefällt mir nicht. Na komm, lass uns gehen. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Schnauze, hab ich gesagt! Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Es wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Ich muss hingucken. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Es gibt auch nur scheinbar auch nur einen Weg. Beeilung! Ja, jetzt gibt es zwei. Und das. Doch, wir müssen. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Eine Frage. Okay, gehen wir. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Android. Hab eine Waffe. So, eine leise Waffe. Sollen. Ach, ich glaube. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Aber es dreht sich schon rum. Geht weg. Aber das ist so eine Art VW-Symbol gerade. Los, 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 los.
Komm, hau ab, Mann. Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Ach, aber es wäre sicherer. Kontrollpunkt riskant. 3 Minuten. -3 Minuten. Elf Minuten. Gesundheit, alles. Cool. Okay. Wenn wir den anderen Weg nicht schaffen, probieren wir es. Oh fuck, ich hab das Gefühl, das ist falsch. Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Ja, nicht noch so ein Ding an der Birne? Okay, Luther. Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Dann übel verdächtig, wenn die alle drei Ausweise einstecken hat. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt, wir sind auf dem Heimweg. Er ahnt etwas. Bleib ruhig. Nein. Es ist alles in Ordnung. Mit Atem. Alles okay, Kleiner? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Der Head muss ausgeschalten. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Ausweise vergessen. Tu bitte nichts, Luther. Hörst die Ausweise du mich? Vergessen. Sie werden schließen. Nein, werden sie nicht. Sie werden alles töten. Nein, wir haben die Ausweise vergessen. Du hast was verloren. Oder so. Danke. Bitteschön. Puh. Aber die Ausweise haben wir trotzdem nicht. Uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Ganz kurz die Nase putzen. Da bin ich da. Und ich mach Pause, weil ich will keinen Knopf drücken verpassen. Also, so, da bin ich da. Okay, okay. Da. Geh auf das Lager zu. Kräfte bereit. Das ist so episch. Es ist so fucking gut gemacht. Ohne Scheiß, Alter.
Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Oh, ist das heftig. Alter. Bleib nicht stehen. Bereit für die Hinrichtung. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. What? Aufgepasst. Mist. Also hätte ich das verhindern können? Stimmt verhindern können. Rutsch. 9a, 9b, 9d, ne, Alter. Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. War nicht schnell genug. Ich hätte bestimmt schaffen können. Der Busbahnhof. Wir sind da, alles geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit.
Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Kara. Sie überprüfen jeden. Wir werden schnell auffliegen. Wir müssen hier verschwinden. Schlecht, 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 schlecht. In der Ticket. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Wir müssen uns fernhalten. Markus. Danke. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. War zu einfach. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nee. Nein, tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid. Scheiße. Was lag auf dem Boden? Oh. Danke, danke. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Ich werde mir heute Prügel kriegen, Alter. Wir finden einen anderen Weg. Was sind die Kontrollen? Sicherheitskontrolle. Ich glaube, der geht in die Durchschnitt. Sicherheitskontrolle. Bitte Dank, ihr lebt. Oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, wir kommen. Okay, steigt ein.
brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Hey, helft mir. Das ist ein Android. Kannst du nicht alleine? Das ist das übelste VW-Logo, Alter. So sicher noch nicht. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst, ich will mich nicht abschalten. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als Sie behaupten. Dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier. Was hier irgendwo? Ja. Dann kann man eigentlich schon mal irgendwelche Fässer anzünden. Und die Entwicklung fast fertig. Kann das sein? Also die laufen halt immer zum Warmen, ne? Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Ja. Das los. Da kommt das. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Habe ich mich immer richtig entschieden? Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Thank you.
Machen Sie sich wirklich bereit. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ein Zeitlimit habe, deswegen rede ich jetzt mal. Ich will mich eigentlich umgucken. Ich schreibe mir die Journalisten, weil das die Meinung heben dürfte. Steht eine Botschaft. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Vermutlich auch. Geh nicht, Marcus. Aber wir müssen. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Müssen. Er ist der Einzige, hören, was er zu sagen hat. Der Herr entscheidet. Das Risiko muss ich eingehen. Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Oh yeah. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Ach, Quatsch, kein Müll. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was an ihr zu liegen. Sie soll doch nicht sterben, oder? Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Ihr könntet das alles vergessen. Ach Gott, kein Mist, Junge. Irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Ihr Leben liegt in deinen Händen. Gib einfach auf und sie wird verschont. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Quatsch, eh bloß Müll. Wir können nur hoffen, dass wir das mit Connor gleich schaffen. Was ist passiert? Was hat er gesagt?
Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Scheiße. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Wenn ich aufgebe, woher weiß ich, dass du ihn nicht tötest? Ich tue nur, was für den Erfolg meiner Mission unabdingbar ist. Es liegt an dir, ob das Töten dieses Menschen dazugehört. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Fuck. Das ist wer? Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist, wer ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und keine ich erledige Bewegung. Ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das aber das war jetzt der andere auch, weil ich zwischendurch gestorben bin. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich... Wann bin ich das letzte Mal gestorben? Fuck. Mein Sohn, wie heißt er? Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Aber das müssten beide wissen. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen Sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Wie sehr ich ihn zurückhaben wollte. Ich würde ihn so gern noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Okay.
Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Weiß immer noch nicht, was LB und LT ist. Auch warum heißt das T und B? Wach auf! So lange spielen übrigens. Das ist einfach zu geil. Das ist zu fucking geil. Wird auch Zeit. Wir wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Okay. Die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. So. Okay? Achtet auf die Strömung. Viel Glück. Ich wollte gerade scannen. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ah ja. Freiheit liegt am anderen Ufer. Bloß nicht reinfallen. Unsere Biokomponenten frieren ein. Ich helfe dir. Thank you.
das gut geht. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Ja, geht nicht so schlecht. Geht doch. Alles okay, Alice? Wenn wir auf der anderen Seite sind, gibt es so viel, was ich machen möchte. Ich will alle Bücher der Welt lesen und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Keine Meister, keine Sklaven. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Was ist mit dir, Kara? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Ich lege mich ins Gras und werde den Wolken zusehen. Sie kommen auf uns zu! Ich komme wieder ins Boot, wenn ich so weiß ich nicht. Sie sind weg. Alles in Ordnung? Oh. Lucia! Lucia! Ich will nicht, dass du stirbst. Ihr müsst die Reise ohne mich fortsetzen. Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne, Alice. Ich war eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Pass gut auf Kara. Versprochen. Lucia. Also hätten wir das verhindern können? Das Boot hat ein Leck. Ja, jetzt kommt da Wasser rein. 5 Minuten später. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Komm schon. Nein, ich will nicht über Bord werfen. Ich werde so müde. Nein, Alice, nicht. Das ist die Kälte. Sie macht dich schläfrig. Bleib bei mir, Alice. Du musst wach bleiben, hörst du?
So, wir können alles wegwerfen, außer Luther. Wir dürfen nicht sterben. Nicht so. Nicht, wenn wir so nah dran sind. Agnie! Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Kara! Kara, nein! Wir haben alles rausgeschmissen, außer Lusa. Komm schon. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! Was ist denn oben und unten bei rechts, Alter? Das weiß auch kein Schwein. Ah, geil, komm, Connor, kommt gleich. Sie sollen nicht schießen. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat.
Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Mega. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Wir sind frei. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Oder so? Wo ist dieser Sockel? Da wollen wir die Hand drauf halten. Oder so. Jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Nein, komm. Ach, kein fucking Scheiß, Alter. Ach schon. In der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz
und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Die Geräusche dafür, dass sich da überhaupt keiner bewegt bei dem. Ach, Connor! Scheiß! Wir sind frei, Alice. Wir sind frei. Alice. Wach auf. Wach auf. What? Oh Gott. Sind wir da? Ja. Wir haben es geschafft. Ich liebe dich, Kara. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Also hätten wir irgendwie Lust damit rüberbringen können? Weil der lag nicht mehr am Boden. Das hat überhaupt nichts gebracht, ihn liegen zu lassen, oder? Ich dachte, so könnt ihr den wenigstens vielleicht befreien. Ich mach mich mal weg, kann da einen kleinen Abspann sehen.
Hank ist an seinem Lieblingsstand. Er hat geschlossen. Das verzeiht er uns niemals. Und wir sicher, er schießt uns gleich. Einfach nur, weil er nicht zu essen kriegt, Alter. Okay. Wir sind in Credits. Ich mache nur ein ganz kurzes Wort und dann bin ich raus und dann lasse ich die Credits natürlich zu Ende laufen. Und ich kann nur sagen, ich bin so dermaßen geflasht. Es ist so ein gutes Ende. Ich bin mir sicher, es hätte so oft so schief gehen können. Und wir machen auch definitiv den zweiten Mal, wo es schief gehen wird, aber absolut. Und ich würde am liebsten gleich normal spielen. Ich weiß nicht, wie lange das erst eigentlich aufhören wollte. Ich wollte schon lange im Bett liegen, aber ich musste es einfach weiter. Es ist so packend einfach zum Ende. Und die Story ist so gut, auch wenn. Also, boah, doch, es sind schon einige Logikfehler drin. Ja, oder vielleicht Dinge, die ich nicht mitgekriegt habe. Ich weiß es nicht. Aber ich kann nur abschließend sagen, am besten selber spielen. Und das ist ein Spiel, das kann wirklich jeder einmal mindestens selber spielen und wird wahrscheinlich nicht dasselbe Ergebnis kriegen. Und ich kann auch nur sagen, ganz abschließend, danach bin ich raus. Danke an Epic Games dafür, dass sie dieses wunderschöne Spiel eingekauft haben. Weg von Sony als ursprünglichen Publisher mit Exklusiv-Deal und es auf den PC gebracht haben. Ist natürlich schade für alle Xbox-Spieler, weiß ich, ist scheiße, ist immer scheiße, Exklusivspiele sind immer Mist. Aber ich hätte es sonst nie gespielt. Denn ich werde mir keine PlayStation kaufen. Und ich bereue es nicht, es war diese 44 Euro, was es kam, absolut wert. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt gespielt habe. Auf jeden Fall lang genug für 40 Euro, definitiv. Und man kann auch noch ein, zwei Mal spielen. Und damit verabschiede ich mich auch. Und ich sage, good luck, have fun. Wir hören, wir sehen uns nächsten Run. Leipzig, Magic.
Okay. Dann muss ich mich ja doch nochmal melden. Okay, das analysieren wir noch ganz kurz und dann bin ich auf jeden Fall raus. Hallo. Oh. Okay. Okay, ich glaube. Hör mal auf, die Tastatursteuerung anzuzeigen. Ich habe eine Taste. Gut. Markus. Das Knien führt überall hin. Aber nur 14% haben sich für Knien entschieden. Weil ich finde, Knien ist so der beste Protest in dem Moment. Weil es ist ja praktisch freigegeben zur Hinrichtung. Ne? Es ist völlig wehrlos. Ja, das ist ja egal. Die anderen Barrikaden machen ja die anderen dann. Und gut, das werden die Hauptdinger nicht fertig machen dürfen. Perkins trifft ein, mit Perkins verhandeln. Handel ablehnen. Das wäre 100 pro wären wir da gestorben. Da hat greift Barrikade an. Verteidigung der Barrikade. Noch küssen. Nordküssen und noch eine andere Geste hätten auf jeden Fall, vielleicht, ich vermute mal, das Singen hätten die Meinung gestärkt. Ach, guck mal hier, das ist, wenn die öffentliche Meinung nicht reicht hier unten. Und das hätte wahrscheinlich zur Auslöschung geführt. Okay, dann haben wir noch Connors letzte Mission. Geht hier übelst viel. Irgendwo völlig anders abbiegen können, ne? Life Tower, einen Fluchtweg finden. Jetzt auch schon vorbei sein können. Ebene. Ausschalten. Was ich Wege es ja einfach gibt. Ruinen sind erwacht oder halt eben nicht, ne? Mal entscheidend war nur die letzte Frage. Hätten wir das mit seinem Sohn nicht gewusst, das ist schon komplett anders ausgegangen. Wahnsinn. So, Kampf um Detroit Cover. Eine Waffe finden. Vor dem Militär verstecken. Luther gerettet im Scheideweg. Luther und Jerry finden. Luther retten. Jerry flieht und Luther schließlich weiter zum Busbahnhof. Kontrolle. Den Kontrollpunkt, na, dort hätten wir Luther vielleicht retten können. Kontrollpunkt nähernd. Das war der andere Weg. Hier hätte man es wahrscheinlich nicht schaffen können und wäre hier gestorben. Ne, da gibt es auch einen Weg zur Grenze. Busbahnhof. Und hätte woanders lang gehen können. Okay. Busbahnhof. Einen Weg zur Grenze finden. Alice trifft eine Mutter. Tickets zurückgeben. Oh, das hätte nicht instant zum Erfolg geführt. Alter, what the fuck? Was an alles kommt, wenn wir die Tickets nehmen? What the fuck? Und zweimal nicht schaffen. Deutschflussufer. Das rennt. Das war ergeben. 100 pro war das ergeben und tot. Wird er Lust retten können?
Was ist das? Viele Leute haben die Tickets behalten. Nur 24% haben sie zurückgegeben. Okay. 11% sind ins Wasser gesprungen. Noch eröffnet Feuer. Luther ist gestorben. 19%. Wie hätten wir ihn denn retten können? Und die Küstenwache eröffnet immer das Feuer. Wie hätten wir Luther retten können? Das hier ist das letzte, halt Luther über Bord werfen. Kanada per Boot erreichen oder unten sterben. Oder noch irgendwelche zwei Möglichkeiten. Java und Alice haben überlebt, 11%. Wir hätten Luther irgendwie retten können. Ich weiß nicht wie. Okay, gab's noch einen? Die Kerber gefangen. Dieser völlig anderer Handlungsstrang, den haben wir überhaupt nicht gehabt. Markus Revolution, hatten wir den? Den hatten wir auch gar nicht. Alter, wie viel Spiel es hier einfach noch gibt. Markus Demonstration. Na gut, das haben wir schon kennen, okay. Stimmen wir fortfahren, vielleicht kommt noch was. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das ist, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Hat die durchsichtige Klamotten an? Ja, logisch, lass mich nicht gehen, Chloe. Aber nicht wieder zu dem Perversling, okay? Das werde ich ihnen bestimmt nie vergessen. Okay, meine Freunde, damit verabschiede ich mich jetzt wirklich und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für alle, die zahlreichen Leute, die auf Twitch dabei waren, die einen Follow da gelassen haben, die auf Mixer dabei waren und Follow da gelassen haben. Alle, die sich auf YouTube anschauen und natürlich auch vielleicht einen Follow da lassen. Also, abonnieren heißt das ja dort. Und ich sage vielen, vielen Dank. Good luck, have fun. Wir sehen uns im nächsten One oder erstmal mit einem anderen Spiel die Tage, weil das muss ich vielleicht erstmal verarbeiten, was hier alles passiert ist. Und ich sag, tschüss, haut rein und bis zum nächsten Game. Tschüss.